Nein? Oh, das ist schönes Holz, ne? Ein herzliches Willkommen aus Ungarn zum Ungarn-Video. Wir sind hier gerade an unserem Sägewerk, wo wir immer unser Holz kaufen für unseren Zaun und was wir alles so bauen. Die Fensterbänke in unserem Haus, das bewundern immer viele und sagen, wo nimmt ihr das Holz her? Wir haben ein Sägewerk gefunden, wo es relativ günstig so Holz zu kaufen gibt hier in Ungarn. Da könnt ihr einfach mal in eurer Nähe schauen. Da gibt es, glaube ich, überall in Ungarn solche Sägewerke. Das Schöne ist, wenn man hier hingeht und dieses tolle Holz sieht, das habe ich euch, kann ich euch mal einblenden. Da bekommt man so schöne Ideen und Inspiration und da empfehle ich euch auf jeden Fall, da mal vorbeizuschauen. Da kommt man so von Höcksken auf Stöcksken und die Mitarbeiter oder Besitzer, die helfen einem natürlich auch. Die sind super nett, also da, hier, wo wir zumindest sind, die beraten einen und der Preis ist unschlagbar günstig. Bernd sagt ungefähr die Hälfte zum Baumarktpreis und die Lieferung ist mit inbegriffen. Das ist der absolute Wahnsinn. Ja, jetzt aktuell sind wir hier, weil wir einen Zaun ja bei uns am Haus erneuern möchten. Wir haben den damals so ein bisschen hingekackt und hingeschissen, den Zaun, damit Smurfy freilaufen kann. Aber jetzt hätten wir den gerne schön und auch als bisschen als Sichtschutz. Und jetzt ist der Bernd gerade da hinten die großen Baumstämme angucken mit den Sägewerk-Mitarbeitern. Und sucht sich da was aus. Das ist halt so richtig toll, ne? Richtig individuell. Genau. Und dann gehen wir gleich noch in ein Geschäft, wo es Schrauben und so gibt. In Salaegerszeg. Extra ein Geschäft dafür. Da war ich noch nie. Bernd war da immer. Und Werkzeug kaufen müssen wir. Sowas alles. Also heute ist Tag der Erledigungen. Wir gehen auch einkaufen. Lebensmittel. Da habe ich euch auf Instagram heute. Die Michaela YouTube heiße ich da. Mama Ela, einen Sticker reingemacht. Ich zeige euch zurzeit immer, wenn wir einkaufen gehen, die Preise hier in Ungarn. Und da konntet ihr mir schreiben, welche Preise ich euch heute zeigen darf. Also auf Instagram zeige ich euch heute die Preise von Klopapier in Ungarn, von Butter und was wurde noch? Ich weiß nicht, ein paar Sachen wurden gefragt. Die zeige ich euch nachher als Reel auf Instagram. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid bei meinem Daily Vlog. Mein Papa sucht sich jetzt schon mal raus, was er gleich im Eisenwarenladen haben möchte. Weil wir ja nicht so ungarisch können, zeigen wir die Bilder. Hat immer gut geklappt. Der spricht auch gutes Englisch eigentlich. Ja. Genau. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich ein Schwerlastscharnier Englisch beschreiben. Ja, das ist halt ein Schwerlastscharnier, weil wir ein Holztor möchte der Papa bauen, was einen Flügel 2 Meter hat. Und ich habe gesagt, das ist zu schwer. Also das wird halt in der Mitte auf dem Boden ratschen. Aber wir schauen mal, wie das so wird. Was gibt es da alles zu kaufen im Eisenwarenladen? Alles. Schrauben, Nägel, Dübel. Das ist ein kleiner Laden. Ich gucke mal, ob ich euch das ein bisschen zeigen kann. Da ist das. Also Salaegerszeg. Das ist der Eisenmann. Komm mal mit. So. Hopp. So. Eine gute Auswahl, ne? Warte, Livia, da ist die Straße. Wir müssen eben warten. Der Papa kommt und dann gehen wir zum Mima, ja? Ja, also die haben ja wirklich eine riesige Auswahl. Ganz viele Kisten an den Wänden. Alles, was ihr braucht. Türschlösser, Ketten, Karabinerhaken. Alles Eisenmäßige. Wir haben jetzt auch so eine Kette mitgenommen. Wollten wir, so richtig dicke Glieder hat die. 1 Meter 6 Euro oder so für den Boxsack. Und dann hat die das abgemessen. Dann hat die so gesagt, ja, wir müssen das eben hier flexen. Ja, okay, dann kamen 2 Männer. Einer hatte so eine Akkuflex und hat das dann im Geschäft durchgeflext. Die Funken gesprüht, alles hat gestunken. Der eine hat die Kette so gespannt mit beiden Händen und der andere geflext, ey. Und dann sind die abgerutscht. Ja, ihr wisst ja, solche Riesengeräte, die machen mich immer ein bisschen nervös, ne? Aber es hat geklappt und der Bernd stöbert da jetzt noch ein bisschen. Ich bin rausgegangen und warte hier mit Livia. Ja, das ist gelbes Licht auf dem Auto, ne?
ein Auto. Strom. Ja, da waren wir auch vorletztes Jahr, glaube ich, bei E.ON hier in Salaegerseck. Da mussten wir ja beantragen, dass E.ON eine Gasleitung von der Straße zu unserem Haus zieht, zum Grundstück. Das war damals noch gratis. Ich weiß nicht, ob es das jetzt auch noch ist, aber die haben das halt gemacht und dann konnten wir vom Architekten diese Gaslinie zeichnen lassen oder so. Und dann wurde das halt installiert bei unserem Haus für die Gastherme, wo ich jetzt hier, oh, E.ON sehe. Fällt mir das ein. Da ist voll die Baustelle, voll der Krach. Wollen wir gucken gehen, die Baustelle? Nein. Komm her, wir gehen da mal hin. Haben wir eine Hand? Komm. Hier, oh, hier ist die Baustelle. Guck mal, der Bagger. Boah. Guck dir das mal an. Bagger, ein Erdbohrer. Soll ich dich mal hochheben? Ein Kettenbagger, Livia, ist hier. Komm auf den Arm. Hopp! Beton. Machen die Beton? Ein Bagger. Ja, wir begucken jetzt die ganze Zeit die Baustelle und ich bin ja so ein Baustellenmädchen. Ich bin auf Baustellen groß geworden. Ich guck denen so gerne zu. Wir gehen gleich zu Mima, Livia. Ich gucke denen so gerne zu, diesen riesen Kolossen, wenn die arbeiten. Ich habe zwar Angst vor so Kettensägen und so, aber ihr Bagger oder so, das ist voll mein Ding. Das ist voll interessant. Die haben so einen riesigen Erdbohrer. Boah, toll. Richtig imposant, ne, Livia? Auto, Auto, Auto. Und was ist da noch? Ein Betonmischer? Ja, Bagger. Bagger. Ja. So, 25 Euro später. Unser Eiseneinkauf oder so. Eisen, keine Ahnung. Jetzt fahren wir Amperville. Amperville. Strom. Da brauchst du Quetschverbindungen. Ja, die habe ich ein paar gehabt, da habe ich für den Wohnwagen alle aufgebraucht. So, was hast du jetzt vergessen? Außensteckdosen, aber da ist ja auch jetzt nur. Warum optional. Schreiben wir Listen, die wir im Auto lassen? Immerhin liegt sie schon im Auto und vergisst sie nicht zu Hause. Ich konnte euch Amperville nicht zeigen, da war zu viel los. Aber wenn ihr das sucht, hier ist direkt E.ON. Also wenn ihr E.ON Salaegerseck findet, findet ihr auch Amperville. Hier ist E.ON. Hier haben wir unseren Antrag der Anträge gestellt. Strom. Gas. Gas. Baumarkt ist für mich sowieso total uninteressant. Da holt der Bernd jetzt Grillanzünder, Zement, Betonplatten. Achso, Gehwegplatten, ne? Ja, ja. Boah, da habe ich mal, als wir noch in Deutschland, als ich noch alleine war, habe ich davon mal ganz viele bei eBay Kleinanzeigen verschrömmelt. Soll ich denen sagen, der soll die wiederbringen? Ja, wo so einen tollen Grill verschrömmelt. Ja, der war echt toll. Der wäre wirklich mega. Das bereue ich wirklich, weil der war eine Handanfertigung, unser schöner Grill. Naja. Aber. Und das jetzt, ja. Ne, war ja nicht. Nein. Es ist wie es ist. Messbecher, Eimer, Unkrautvlies, Sand und Zement zweimal. Zweimal aufgeschrieben. Ich kann euch auch zum Lidl bringen. Ja, und wir gehen im Lidl einkaufen. Wir gehen im Lidl einkaufen und ich gehe in der Zeit im Baumarkt. Ja, können wir auch machen. Dann lass aber. Wir haben das Elend hinter uns, der Papa räumt alles auf. Ich hasse es. Dieses Rumsuchen, Warten. Papa! Livia hilft gerne. Komm her. So. Herzstück des Einkaufes war die Wassermelone. 15 Euro Liebe. 15 Euro? Ja, die essen wir gleich zu Hause. Jetzt, ich habe kein Messer dafür, Livia. Papa auch nicht. Nee. Oh Mann, ey. Ja, aber früher hätten wir uns einen Sonntagsbraten oder so geholt. Wir essen ja kein Fleisch mehr. Das wäre viel teurer gewesen. Das ist halt unser Luxus. Hat mal einen Becher gerade, Schatz. Ich zeige euch das gleich alles in einem Food Hall. Den zeige ich euch auf meinem neuen YouTube-Kanal, die Michaela Fit. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Auch zu den Preisen werde ich da was sagen. Alle, die gestern den Vlog gesehen haben, die wissen, dass ich getaped bin, weil ich eine Sehnscheidenentzündung habe und das ist irgendwie noch schlimmer geworden über Nacht. Deswegen nehme ich wieder Bernds Klaue.
Ja, hat mir letztes Mal auch geholfen. Kaffee, hör auf jetzt! Ja. So. Darf ich jetzt den Puddingjoghurt halten? Ja, ich wollte nicht haben. Jetzt gebe ich ihn jetzt nicht. Hältst du deine Freunde fest? Kann ich gerade nicht. Ich muss mir gerade die Klaue installieren. Wie war das denn? Nein, kann ich jetzt nicht. Da hört ihr mal, was hier wirklich abgeht. Wie das hier so ist. So, tada! Ja, wir sind jetzt schon ein bisschen länger zu Hause. Ich weiß gar nicht, weil ich letztes Mal gevloggt habe. Wir haben ja alles erledigt. Dann habe ich euch den Food Haul gedreht, dann haben wir gegessen und jetzt wasche ich gerade das ganze Gemüse, habe ich gemacht. Also in Natronwasser wasche ich das ja immer. Hier ist mein Juice-Dings und das und alles ordentlich abgewaschen und verpackt. Haushalt, das bisschen Haushalt muss ja auch sein. Und dann hole ich euch zurück, dann geht es zum schönen Part weiter. Ich nehme euch nur ab und zu auch mit im Haushalt. Ich weiß, das ist jetzt so voll langweilig, ne? Aber ich finde das so authentischer, dass wir das auch machen müssen, wenn man das ab und zu zeigt oder erzählt. Also, ne, so, wir waschen uns, wir müssen Wäsche waschen und so. Das Gleiche. Ich habe gerade Ärger gekriegt. Ich hatte das abgemacht, weil ich dann besser in der Küche arbeiten kann. Und dann hat Bernd gesagt, das ist ja nicht Sinn der Sache. Also die Klaue wieder dran. Die Männer sind übrigens draußen. Bernd war im Baumarkt und hat so Gehwegplatten und so geholt. Weil da sind ja die Mülltonnen draußen. Zwei Stück haben wir. Und die stehen immer so uneben auf Wiese. Und die wollten das ein bisschen ausbuddeln. Kies darunter und dann die Gehwegplatten dahin, dass das so besser ist. Irgendwie. Das machen die jetzt alle draußen. Ich habe jetzt einen riesen Juice gemacht, so dass der Kompost überläuft. Jetzt gehen wir mal raus, bringen den weg und dann gucken wir, was der Bernd mit dem Calvino, was sie da gemacht haben. Und vielleicht kommen wir ja heute sogar noch zum Kaffee trinken. Wir haben schon, ich glaube, 17 Uhr. Ich wollte eigentlich einen Kaffee trinken, aber irgendwie wird das nichts. So, was ist hier los? Was habt ihr gemacht? So. Wow. Reicht das so, oder? Ja, für mich. Das haben die aber schön gemacht, ne? So richtig ebenerdig. Das sieht ja richtig hochprofessionell aus. Schön. Schön, ne? Danke, ihr beiden. Geballte Kraft fürs Eisfach. Juice. Entjuiced. Entsaftet für die nächsten Tage. Es ist soweit. Jetzt ist Kaffeezeit. Ja, und heute sieht es so aus, als ob Livia keinen Mittagsschlaf macht. Wir haben ja mittlerweile schon 17 Uhr. Geht's denn, Kalle? Ja, das kann passieren. Ja, du musst dir die auch angucken, bevor du die isst. Die sah gut aus. Okay. Das ist hart. Hart, die, hart. Ich habe erst die wieder ausgeguckt, weil die so weich war. Das habe ich mir die angeguckt. Die sah normal aus. Und sie wieder berühren, ne? Dann war die vorm Schimmeln. So. Ja. Dann aber die Fünfte wegen Laufen. Kann passieren. Stein hat die geschmeckt. Ach, jetzt habe ich vergessen, mein Weizengras mit zu juicen. Und doch die Sense rausholen.
so toll, das richtig. Voll so wie Haare. Mach nochmal. Wir haben das schönste Gras in der Küche. Ja. Echt schön. Jedenfalls wollte ich sagen, dass wir ja schon 17 Uhr haben. Livia hat kein Schläfchen gemacht, das heißt, sie geht heute früh ins Bett. Das heißt, wir können heute vielleicht endlich Avatar zu Ende gucken. Den wollten wir schon so lange gucken und es hat nie geklappt. Zweimal waren wir zu müde, als wir ihn angefangen haben, dann haben wir ausgemacht. Einmal haben wir gedacht, komm, wir gucken den mit Livia, dann haben wir den aber auch wieder ausgemacht, weil der ist echt nichts für Livia. Ja, und so hin und her. Vielleicht heute. Wer weiß. Läuft er über oder läuft er nicht über? Das ist hier die Frage. Blub, 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 blub. Oh, oh. Yum, 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 yum. Oh, oh. Kuschelsocken, Jogginganzug an. Machen wir heute Fernsehabend, Videoabend für die Erwachsenen. Avatar, 3 Stunden geht der, ne? Wir gucken den von ganz vorne. Ganz am Anfang gucken wir den, von Anfang an. Würde ich sagen, wir haben ja noch 10 Minuten geguckt. Einmal haben wir auch schon fast die Hälfte geguckt. Echt? Ich habe nicht mal eingeschlafen. Ja. Gucken wir jetzt gleich, oder? Mhm. Würde ich jetzt direkt als erstes. Viertel nach 6. Ist auch bis 21 Uhr, ne? Wir sind immer früh müde. Und gehen früh schlafen. Schreibt mir mal bitte, wann ihr so schlafen geht. Irgendwie spinnt meine Kamera. Manchmal geht die einfach aus. Ich weiß auch nicht warum. Mitten in der Aufnahme. Wann geht ihr schlafen? Und wann steht ihr morgens auf? Wir schlafen meistens so, vielleicht 22 Uhr spätestens. Und stehen auf, ich dachte, es ist schon wieder ausgegangen, stehen auf so zwischen 7 und 8, ne? Aber manchmal bin ich auch bis 0 Uhr wach oder bis 1, je nachdem. Bernd auch, wie wir so drauf sind. Ja, also ich würde den Vlog jetzt hier beenden, weil wir jetzt Pärchenzeit haben. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und bis morgen in alter Frische. Tschüss!